Schottland. Mythos einer grandiosen Landschaft, Erdgeschichte und Natur. So nennt sich die aktuelle Sonderausstellung im Naturkundemuseum. Die spannende Entdeckungsreise an den Rand Europas will zeigen, dass Schottland mehr zu bieten hat als Loch Ness und Whisky-Destillen. Wir haben die Ausstellung ja genannt, Schottland, Mythos einer grandiosen Landschaft, Erdgeschichte und Natur. Und das sind genau die drei Themen, die den Schwerpunkt in unserer Ausstellung darstellen. Also es geht um eine naturkundliche Ausstellung im Museum für Naturkunde über Schottland. Ich bin persönlich noch nicht in Schottland gewesen, sodass ich auch mit großem Interesse diese Ausstellung an unser Museum geholt habe und vieles Interessantes gefunden habe, sodass es auch für mich interessant sein wird, diese Dinge in Schottland mal live anzuschauen. Die Highlights würde ich so erläutern, dass wir die Ausstellung von zwei Ausstellungsmachern bekommen haben. Das ist einmal der Herr Ralf Metzdorf aus Coburg. Er ist dort in seinem Berufsleben geologischer Präparator und das sieht man auch in der Ausstellung. Es ist also ein Schwerpunkt in dieser Ausstellung, die Geologie. Der zweite Aspekt, genauso spannend, wird von dem zweiten Ausstellungsmacher, von Herrn Ronald Beltstedt aus Gotha präsentiert. Er ist von der biologischen Seite herangegangen und hat in Schottland sich insbesondere mit Insekten beschäftigt. Er ist Wasserkäferspezialist, aber darüber hinaus hat er die fantastischen großformatigen Fotos für die Ausstellung angefertigt, die uns die Landschaft, die grandiose Landschaft näher bringen und entsprechende zoologische Präparate runden das Ganze dann inhaltlich ab. Wenn man an Schottland denkt, dann denkt man an den Schottenrock, dann denkt man an den Dudelsack und natürlich an Whisky. Und zu diesem Thema gibt es auch eine informative Vitrine, die es dem Besucher erlaubt, auch diese Dinge mal mit Originalobjekten sich genau anzuschauen. Wir haben die Ausstellung erstmal bis Ende Februar geplant und dann müssen wir sehen, je nachdem wie der Zuspruch ist, beziehungsweise die internen Planung, ob es zu einer Verlängerung kommt, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall ist die Ausstellung bis Ende Februar zu sehen. Also wir hatten zur Eröffnung zu ca. 100 Besucher und die Resonanz war durchweg positiv, weil die Ausstellung eben keine reine Naturkundeausstellung ist, sondern es die gesamte Breite Schottlands in diesen Ausstellungsbereichen versucht wiederzugeben mit dem Schwerpunkt auf Naturkunde, aber die anderen Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, sind ebenso zu sehen, bis hin zu Zeugnissen der prähistorischen Zeit in Schottland, in dem Steinkreis Monumente fotografisch und noch im Modell dargestellt werden oder die sogenannten Piktensteine, die aus der Steinzeit herüber in unserer Zeit Dinge überliefern, die zum Teil kryptisch sind. Und da gibt es dann auch für die Besucher eine interessante Aktivität. Wir haben von solchen Piktensteinen zwei Symbole, die man sich dann auf Papier selbstständig übertragen kann. Das ist also auch insbesondere eine interessante Geschichte für die Jugendlichen, für die Kinder in dieser Ausstellung. Beim Thema Schottland hat sich das sehr schön angeboten, dass man also eine Kombination aus dem Naturkundebereich, für den unser Museum steht, aber auch das Drumherum um die Natur, sprich um den gesellschaftlichen, geschichtlichen Aspekt mit zeigt. Ich denke mal, das ist eine interessante Kombination und ich bin ganz gespannt, wie die Besucher diese Ausstellung aufnehmen werden und davon werden wir dann auch zukünftige Projekte sicherlich abhängig machen.